Die Auswirkungen einer Atomkatastrophe, damit haben die Japaner schon vor Fukushima furchtbare Erfahrungen gemacht. Die Folgen von Hiroshima und Nagasaki sind noch immer spürbar. Das ist auch Thema eines beeindruckenden Dokumentarfilms, der demnächst beim Frankfurter Filmfestival Nippon Connection gezeigt wird. Ein Festival, das sich schon seit 11 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, uns das Land und das Leben in Japan näher zu bringen. Los geht's dieses Mal Ende April. Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren. Doch wie verändern die aktuellen Ereignisse so ein Festival? Was wissen wir schon vom japanischen Film? Da gibt es Historienschinken, Actionfilme und die beliebten Animes. Zeichentrickfilme. Mehr japanischen Film gibt's bei Nippon Connection. Aber kann man in diesen Tagen ein Filmfestival feiern? Das haben wir uns überlegt, jetzt die letzten Tage, ob wir überhaupt das Nippon Connection Festival noch stattfinden lassen können. Und es war sehr, sehr schwere Entscheidung. Und wir haben viel diskutiert, auch viel mit Leuten in Japan gesprochen und haben uns halt schließlich entschlossen, dass wir das Festival auf jeden Fall stattfinden lassen. Nippon Connection. In diesem Jahr wird alles anders sein. Nach dem Erdbeben, dem Tsunami, dem Atomunfall geht in Japan nichts mehr. Auch in Deutschland wurden angesichts der Katastrophe viele Kulturveranstaltungen abgesagt. Doch ein Künstler kam trotz aller Gefahren. Wir haben ihn interviewt, bevor er überstürzt wieder abreiste. Kurz bevor ich nach Deutschland kam, ereignete sich in Japan dieses riesige Erdbeben. Und dort ist die Lage jetzt wirklich schwierig. Ich sehe die Nachrichten aus Japan hier im Fernsehen und mache mir Sorgen. Auch die Menschen in Deutschland machen sich viele Sorgen um uns. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dann wollen wir natürlich auch mit den Leuten aus Japan einfach, dass die hier vor Ort auch erzählen, einfach wie es denen geht, auch was das jetzt für sie persönlich heißt, aber natürlich auch, was sie meinen, was das heißt auch für die Zukunft des Films auch und des Kinos. Was wird sich da ändern? Wie werden die auch darauf eingehen? Und denke ich mal, das wird sehr interessant und sehr wichtig werden. Durch die Katastrophe wird ein Film des Festivals sicher besondere Beachtung finden. Hiroshima Nagasaki Downloads von Shinpei Takeda. Der hat zwar nichts mit einem atomaren Unfall zu tun, aber er erinnert an das kollektive Trauma der Japaner. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, die in den USA gestrandet sind. Schicksale und Ereignisse, die die Menschen geprägt haben. ちょっと火ですか。すいません。ごめんなさい。あの当時やっぱり子供だから怖いっていうことだけは感じてたけども、っていうのが人間動物犬牛ですね。 Über 200.000 Menschen starben bei den Atombombenangriffen der Amerikaner auf Hiroshima und Nagasaki. Der Film erinnert daran, was das heißt. Zu mächtig das Grauen, das die Erinnerung hervorruft. Die Filmemacher, Künstler thematisieren das, aber in der allgemeinen Bevölkerung ist das nicht unbedingt so ein Thema. Und das ist halt immer unterschwellig. Es wird halt, ist es halt da, aber es wird nie so richtig angesprochen. Und ich glaube, das wird jetzt auch ganz eine große Aufgabe werden, jetzt auch diese mit den Ereignissen jetzt fertig zu werden. So wie im letzten Jahr will man auch jetzt das Filmfestival Nippon Connection feiern. Gerade jetzt.
Denn angesichts des unfassbaren Leids möchte das Festival dazu beitragen, Japan zu helfen. Nippon Connection, japanisches Filmfestival.